Gut. Also Baumaterial habe ich genug. Eine versteckte Truhe bauen. Das ist auch scheiße. Ich mach mal kurz die Koordinaten hier wieder aus. Das nervt einen ja nur. So. Ich werde jetzt trotzdem mich gleich mal auf den Weg durch die Insel machen, sobald meine Eisenrüstung fertig ist, und mal gucken, ob ich schon irgendwas abslayen kann. Abslayen? Aber echt, gegen zwei wird dann echt happig. Aber ja, gegen zwei ist echt schwierig. Vielleicht kriegst du ja echt so Pido und Dingens weggesnackt oder sowas. Oder Chris, die gerade irgendwie unvorsichtig sind. Ja, ja, Chris ist einer, der ist auch relativ unvorsichtig, wenn er dich nicht sieht. Das stimmt wohl. Glaube ich zumindest. Ich will jetzt hier auch nichts Falsches unterstellen. So, kommt ihr behinderten Öfen, macht mal schneller. So. So, da haben wir ja auf den Helm. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die auch schon Eisenrüstung haben werden. Ja, das schon. Aber die werden vielleicht noch auf der anderen Seite sein. Das ist doch kein Diamant, ne? So, damit kann ich mir schon mal die Schuhe machen. So. Das kann ich dann wieder... Wobei, nee, warte mal. Ach Gott, wie lange das dauert. So. 7 brauchte man dafür, ne? Ja, genau. So. Sehr gut. Eisenrüstung ist komplett. Immerhin schon mal etwas. Immerhin schon mal etwas, ja. So, Eisenschwert habe ich noch. Jetzt mache ich mir noch meine Eisenpickaxt. So. Okay. Dann bin ich damit durch. Ach komm, ey, ganz ehrlich, diese scheiß Holzdinger hier. Weg damit. So, alles klar, dann gucken wir uns doch mal auf der Insel hier um. Wie sieht's eigentlich? Alter, Peter ist auf 8 runter. 8 live. Oh. Heilige Scheiße, vielleicht ist er auch irgendwo so runtergefallen. Das kann sein. Peter ist auf 8 live runter. Christian hat noch 8. Alter, mich hat gerade ein Skelett getroffen. Ich habe aber keinen Schaden gekriegt. Ne, doch, einen Schaden habe ich bekommen. Dreckiges Fuhrenskelett, ey. Ohne Spaß. So, und ansonsten... Ja, also es gibt nur noch 2 Leute, die 19 live haben. Das bin ich und noch ein anderer. Das ist eigentlich ganz gut, ne? Vielleicht ja, kannst du da, ich weiß, wenn die halt nur so 8 Leben haben... Die relativ schnell down, wenn du kämpfst. Ja, das stimmt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier auf dieser verfickten Insel kein Schwanz ist. Da kann ich seit die nicht rübergehen. What the fuck? Das wundert mich jetzt auch ein bisschen. Ich habe genug Essen, dass ich hier mal ein bisschen rumjumpen kann. Oh, oh. Da war ich unvorsichtig. Oh nein. So, ich nehme mir nochmal Eisen mit. Hier, ich habe nämlich noch neues Eisen gefunden. Damit kann man ja auch traden. Oh, komm, du Schweinchen. Wenn ich dich schon sehe, nehme ich dich auch mit. Ich meine, das wäre ja Blödsinn und Verschwendung, wenn ich es nicht tun würde. Ach komm, lass mich jetzt den... Diesen verfickten Hügel hoch. Ah, da ist der Trading Post. Ja, da bin ich auch vorhin gespawnt, nachdem ich tot war. Ah, das ist der Spawn quasi. Okay, interessant. Was soll ich jetzt machen? Ich geh mal gucken, was es da gibt. Ich töte den. Lol. Bananarama Mütze Protection 2.
Was gibt's noch? V-Neck-Shirt. Was ist das? Ich habe ein Portal. Gamaschen. Also man kann sich hier so Lederrüstungsdinger kaufen, so verzauberte. Okay. Aber irgendwie wirklich geilen Scheiß hat der jetzt nicht auf Lager. Also gut, Protection 2, aber die Frage ist halt, ob der wirklich besser ist als mein Helm, den ich anhab. Ich guck mal kurz, ob ich die töten kann. Protection 2 ist schon nicht schlecht. Kostet halt 2 Eisen, ne? Was ist denn das für ein... Ist das ein Eisenhelm? Nee, ein Lederhelm. Bah. Ja, eben. Bringt natürlich auch weh. Ja, keine Ahnung, wie stark das dann ist, ne? Ja, eben. Das wird dir bestimmt nicht unten angezeigt, die Protection. Müsstest du halt testen. Ja, und möchte ich, glaube ich, nicht testen. Ich guck mal, ob ich das Vieh töten kann. Ja. So, ich hab Inge getötet, also bei der kann man schon mal nichts machen. Vielleicht, du kannst die alle töten? Wie geil ist ja, das denn? Das ist korrekt. Oh, da... Penetrator! Sharpness 2, Fire Aspect 1 für einen Diamanten. Das ist... Das, oh. Das ist mir egal, ist ich töte die jetzt alle. Das ist mein Troll. Das ist mein Troll, finde ich voll geil. Ja. Ich töte die jetzt, dann gibt's auch nichts mehr, was man hier kaufen kann. Und da ist der krasseste. Oh, da kannst du einen goldenen Apfel kaufen. Wurstkanone. Okay. Was kostet der goldene Apfel? So, weiß Apfel? Ich nicht mehr. 7 Gold, glaube ich, hat der gekostet. Aber das hat sich jetzt eh erledigt. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt mega assi ist, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Kein Bock, dass sich hier irgendjemand, Nee, also ich würde, ich meine, ne, wenn man alleine ist, dann muss man halt tricksen. Richtig. Ja, dann muss man halt taktisch spielen. Ich finde, das ist eine sehr gängige, gute Taktik. Aber hier ist keiner. Ich sehe hier auch keine Namen oder ähnliches. Nichts. Ich meine, die Welt ist scheinbar schon ziemlich groß. Also ich sehe hier wirklich... Wenn ich jemanden sehen würde, würde ich den halt voll wegmoschen. Oder zumindest versuchen, den wegzumoschen, aber... Oh, was ist denn da hinten Schönes? Ist das ein Vulkan? Oder was soll das da... Ah, da ist noch ein Schweinchen, das nehme ich mir jetzt erstmal mit. Hui. So, natürlich werden jetzt sicherlich, wird jetzt der ein oder andere Zuschauer sagen, ja, Hardy, warum bist du nicht so intelligent gewesen und hast du das erstmal ertradet und dann getötet? Ja, ja, du hast ja nichts, ne? Ich hatte ja nichts. Und bevor jemand anders auf die Idee kommt, der was hat, nehme ich dem doch die Möglichkeit. Wahrscheinlich werden die sich gleich voll wundern. Wieso sind die da nicht? Ja. Müsstest du nur einfach bei Hardy in die Aufnahme gucken. Oh ja. Das ist echt hart assi, aber ich finde das super. Ach komm, ja, wo ist denn mal jemand? Ich will doch mal mich mit jemandem kloppen. Weißt du, jetzt bin ich schon komplett ausgerüstet. Oh, da ist noch ein Hühnchen. Einfach mal Fleisch mitnehmen. Das kannst ist wichtig. Du den nicht irgendwie nach oben bauen, um zu gucken oder so? Du kannst ja so einen Kreis bauen oder so, über den du immer läufst. Damit du jede Seite siehst, dann kannst du dich halt dann mit denen anlegen. Ich weiß ja nicht, wie groß die Insel ist. Das könnte ich eigentlich tatsächlich machen. Ich muss gerade nochmal. Ich meine, solange keiner drüben ist, kann auch keiner besser ausgerüstet sein als du. Weil mehr als Eisen gibt's halt nicht. Und da, du baust dir einen Bogen. Aber es gibt keine irgendwie Dingens hier, oder? Skelette gibt's. Ja, Spinnen habe ich noch keine gesehen. Ja, muss ja, ich denke mal, unten in Höhlen halt, ne? Oder ist noch ein Schweinchen, was geschlachtet werden möchte? Ach, pff, ja, Essen habe ich sowas von en masse einfach nur. Ich sehe aber auch keine Namen auf dem äußeren Ring. Ja, die sind bestimmt auch verschiedene. Das Feld ist aber auch einfach übertrieben groß. Nein! Ah. Okay, ich baue mich nochmal eben kurz ein bisschen. So, jetzt schreibe ich mal eben kurz in den Chat rein. Was schreibst du in den Chat? Ja, dass das da Tauschen nicht mehr machbar ist. Weil jemand das zerstört hat am besten. Ja. Nicht, weil du das zerstört hast. Ja, klar, sag ich da, ich hatte gerade...
Also trollst du die jetzt, oder was? Oder klar. Sagst du, du hättest sie getötet? Die armen Ersteller, echt. Arme Hose, arme Tüsker. Oh ja. Hat schon jemand? Warte. So. Scheiße, ich sehe aber auch auf dem äußeren Ring leider keine Diamanten. Cheater! Erstmal Schweinefleisch snacken. So. Sterbt. Ihr Schweine. So, jetzt baue ich mich mal eben kurz hier hoch. Ich meine, ich habe ja genug Ressourcen. Bevor ich da jetzt stundenlang hochklettern muss. Mann. Okay, das ist halt das Problem. Ich meine, gut, ich könnte jetzt natürlich die Zeit da rein investieren, Diamanten zu suchen, aber pff, wahrscheinlich machen das auch alle anderen. Ja, die müssten ja dann schon rübergebaut haben. Du müsstest ja irgendwo was sehen. Ja, echt mal. Du bist ja wahrscheinlich die ganze Zeit am Kreis. Ich bin echt der Einzige, der da rübergebaut hat. Echt? Ja. Die alle so Pussys. Na, Schweinchen. Na los. Ey, ich hätte gerne bitte das Fleisch. Egal. Alter, das Schweinefleisch, das hält immer aber überhaupt nicht lange. Ist ja voll schlecht, was das angeht. Nee, keine Namen. Full Diamond, schreibt einer. Ja. Bestimmt. Minecraft-Expert.de. Geht nach. Aber ich gucke gerade. Ja, Full Diamond, der soll doch nicht labern. Der ist doch noch nicht mal drüben gewesen. Lass den nicht killer machen. Nö, mach ich auch nicht. Ich laufe jetzt einfach mal den Rand der Insel ab. Boah, Alter, jetzt wäre ich fast Adventure Map Style gerade darunter gesegelt. Kenn ich. Kann ich ein Lied von. Ach komm, Alter. Ich baue mich hoch, ey. Kann echt nicht wahr sein. So. Also da hinten ist eine Schlucht, eine offene. Aber es hat sich echt noch keiner, also nirgendwo, ich sehe nirgendwo meine Brücke oder so, außer meine eigene, die ich da halt mal gebaut habe. Crazy. Kommt ihr Lutscher. Also ich will ja nichts sagen, aber die Welt ist irgendwie ein bisschen, Peter hat sich auf 8 wieder hochgeheilt. Oh, naja, dann bauen die sich wahrscheinlich Äpfel und so einen Scheiß. Ja. Da scheiße ich einen dicken Haufen drauf. Fehlt das Leiche? Ja. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt mal auf dem äußeren Ring rumlaufen, aber... Alter, wie groß die Welt aber auch ist. Bis du da mal einen gefunden hast. So, ich springe jetzt mal da drüber. Okay, das war dumm. Hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Jetzt habe ich noch 16 Leben. Da vorne sind aber noch Viecher, die kann ich noch töten. Für Essen. Boah. Ist es erlaubt, dass ich mich nach oben rausbuddel? Ja, wieso denn nicht? Ja, sag mir mal, von wo du dich oben rausbuddeln willst. Das ist ja das Interessante.
Also entweder haben die sich eine Luftbrücke gebaut, daran danach habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht geguckt. Die du nicht siehst, oder was? Was natürlich sein kann. Was? Wer baut denn so weit nach oben, dass es erstmal irgendwie willst du runterkommen? Ja, stimmt wiederum. Gold ab. Das wirst du ja sehen können. So. Erstmal was schreiben. Was? Du bist jetzt echt eine Runde gelaufen. Ja, glaube ich noch nicht ganz. Dafür ist das Ding echt ein bisschen arschgroß, aber. Aber ich sehe nirgendwo irgendwie eine Brücke. Crazy. Oh, hier bin ich aber ziemlich weit oben. Okay, da muss ich jetzt mal eben kurz Trick 17 anwenden. Sonst werde ich den Sprung vermutlich nicht überleben. Da ist einer. Ich habe welche gesehen. Sehr gut. Töte sie! Ja, mach ich jetzt auch. Guck mal, da ist doch schon einer von den Mongos. Oh, das sind zwei. In voller Rüstung. Der und die haben Bögen. Ja, das haben wir schon gedacht. Wie frech, wo haben die Spinnen her? Bögen ist natürlich hart für dich, wenn du dagegen anrennen willst, ne? Ja, das stimmt. Haben die dich denn schon gesehen? Sonst ja, kannst du mich nicht anzuschauen. Die wollen mich jetzt beide bumsen. Ah, okay. Weißt du denn, wer das ist? Da kannst du sehen, wie viel Leben die noch haben. Oh, mein Freund, dich fick ich jetzt. Alter! Ich bin voll. Ich habe noch drei Leben und ich bin voll nach unten gesegelt. Ah, nein! Ich glaube, du bist tot. Ja, kann man so sagen. Nein! Oh Mann! Aber da haben wir uns aber richtig mit Ruhm bekleckert, ey. Beziehungsweise hauptsächlich ich mich. Weil zu zweit hätten wir vielleicht was reißen können. Ja, die waren zu zweit. Der eine hat einen Bogen, der andere hat einen Lockvogel gespielt. Ja, liebe Leute, das oh, war's. Mann. Ja, aus unserer Sicht, wir haben hart versagt. Das erste Team, das ausgeschieden ist. Yes. Machst du nix? Ja. Einfach richtig abgeräumt. Könnt euch natürlich noch die Sichten von Peter und Christian weiterhin angucken. Aber an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss.